Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind weiterhin unterwegs in Sachen, wie nenne ich's, Projekt Legendäre Axt oder so. Das letzte Video habe ich vor, ich glaube, 2 Wochen hochgeladen und so weiter und so fort. Diesmal gibt es ein kleines Update, nicht nur zu meinen Drops, der nicht vorhanden ist, aber ich habe ein gutes Gefühl. In diesem Run ist es ja vielleicht soweit. Wir haben seitdem diese Funken von Führerlass oder wie sie heißen gesammelt. Also da haben wir jetzt schon mal ein bisschen erhöhte Drop-Chance mit dem heutigen Kill. Dazu, ich glaube, ich habe aber leider keine niedrigeren Bosse oder ein paar, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie bei Tintral diese kleinen Funken gedroppt sind und ob und wenn und überhaupt. Aber ich dachte mir, heute probieren wir es nochmal. Einfach für den Fall. Ich habe heute ein gutes Bauchgefühl. Wenn das Ding hier drinne ist, dann Abfahrt. Davon ab will ich nochmal ein bisschen berichten über die Drop-Chancen aus unserem Raid. Denn das ist mittlerweile auch relativ interessant, würde ich mal behaupten. Wir haben jetzt den Boss auf HC, ich würde sagen 10, 11, 12 Mal gekillt, so in dem Dreh. Dazu kamen natürlich auch Normal Kills und so weiter am Anfang, wobei das dann natürlich relativ uninteressant war. Wenn du den Boss nämlich auf HC killst, ist es wurscht, ob du ihn vorher auf Normal gelegt hast oder Peng. Aber ja, es hat bei uns sich im Raid tatsächlich relativ wenig getan, wenn man ehrlich ist. Wir haben insgesamt immer noch auf Chars, die das Legendary bräuchten, genau einen Drop. Einen. Ansonsten haben wir jetzt insgesamt in unserem Raid, meines Wissens nach, oder in unserer Gilde, 3 Legendaries. Davon sind, ne, lass mich überlegen, 4 Legendaries. Davon sind 2 auf Twinks von Main Raidern. Der eine will es auch gar nicht haben. Plus auf einem, ja, Community-Member, die immer in unserem HC-Clear-Run einfach mitgehen. Und 1 hat tatsächlich einen Main Raider, nämlich unser Unholy Decay. Aber was ich sehr witzig finde, ist die Tatsache, dass, oder was heißt witzig, für die Personen finde ich es nicht witzig, ist aber, dass wir zum Beispiel unsere Furok, unser Furok kriege, liebe Grüße nochmal an Rolex, der gibt wirklich alles, farmt vor jedem Raid nochmal die anderen Bosse ab, die wir nicht mehr laufen, damit er diese kleineren Items bekommt, die die Drop-Chance beeinflussen. Und obwohl er das jetzt seit Anbeginn dieses Raids durchzieht, jedem HC-Kill dabei war und nichts verpasst hat, hat er immer noch kein Legendary gesehen. Also, wir sehen daran, die Drop-Chance ist tatsächlich ziemlich, ziemlich, ziemlich niedrig. Umso lustiger würde ich es finden, wenn ich das Ding einfach mal random hier aus dem LFR rausziehe. Plus, dafür auch dieses Video, ich bin mir aktuell gar nicht mal so sicher. Ich habe es halt auch noch nie aus dem LFR droppen sehen. Also ich war jetzt mit meinem Krieger hier drinne schon, jetzt mit meinem Parler mehrmals, aber wirklich absolut keine Anzeichen von diesem Legendary bisher gehabt. Daher die Frage, kriegen wir es oder können wir es überhaupt aus dem LFR kriegen oder ist das Ganze nur ein Mythos? Auch hier sind jetzt wieder sehr, sehr viele Klassen drin, die dieses Ding tragen könnten. Also ich sehe zig Krieger, ich sehe Palas, ich sehe Todesritter etc. pp. Mal schauen, ob am Ende dieses Runs tatsächlich sich eine Person über dieses Ding wird freuen dürfen. Oder, ja, oder ob es same business as usual ist und wir keinen Drop sehen. Sollte ich das Legendary am Ende tatsächlich bekommen, würde ich auch umschwenken auf Retri-Parler und das einfach mal anzocken. Einfach, weil ich es lustig fände und weil ich es gerne mal ausprobieren würde. Also, wenn ich es bekommen würde, würde es zumindest nicht auf der Bank rumliegen. Ich hätte schon ein Interesse dran, das Teil auch auszutesten am Ende. Und dann vielleicht auch hier die Questline zu spielen, etc. pp. Wir hätten dann auf jeden Fall wieder ein bisschen was mal zeigen könnten. Ansonsten bin ich immer noch sehr überrascht davon, wie einfach dieser Boss im LFR ist. Also, theoretisch, ich stehe jetzt hier die ganze Zeit nur daneben und mache nichts, aber der Tank, ob ich dem das Ding jetzt abspotten würde oder nicht,
ist, sagen wir es mal so, relativ Wurst. Der kommt auch so scheinbar ganz gut mit der Geschichte klar. Er fährt auch die sechstmeiste DPS. Deswegen gehe ich mal davon aus, der hat ganz gutes Gear. Gucken, ob ich ihn hier sehe schnell. 475 zumindest. Also das ist für LFR, würde ich jetzt mal behaupten, schon mal ganz ordentlich. Davon ab muss man aber sagen, die Führer-Kills laufen sogar immer relativ sauber, selbst im LFR. Ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass hier einfach so viele Leute drin sind, die den Boss kennen, zwecks Leggy, und dann hier einfach am Abfarmen sind und das deswegen halbwegs smooth läuft. Das wäre jetzt meine Vermutung an der ganzen Geschichte. Theoretisch könnte man sogar, wenn man genug Damage beisammen hat, diesen Boss hier in seiner zweiten Phase killen. Wir sind jetzt mittlerweile sogar auf HC. So weit würden wir nicht noch Twinks und so weiter mitnehmen. Würden wir den Boss... Also Phase 3 ist ja immer zeitbasiert. Sprich Phase 1, Intermission 1 ist um. Dann habt ihr eine gewisse Anzahl an Zeit. Sind es 3 Minuten oder so? Also zweimal diese Goliaths kommen und so weiter und so fort. Und in der Zeit, wenn ihr es schafft, den Boss auf 0% zu prügeln, dann könnt ihr ihn theoretisch innerhalb der zweiten Phase komplett wegtöten. Ist jetzt hier im LFR eher schwierig, denke ich, weil da auch ein gutes Maß an Damage fehlt. Mitunter, aber nichtsdestotrotz, es ginge. Es ginge. So, wir weichen aus. 27% noch. Hierfür wollt ihr eigentlich auch lieber. Toll, jetzt liegen da die. Achso, die Seeds kann man ja hier gar nicht aufnehmen. Holy shit, das verwundert mich jedes Mal. Oder erschreckt mich jedes Mal, weil ich da hingehen möchte, um so ein Ding aufzusammeln. Aber das ist ja alles hier rein automatisiert. Ich vergaß. Von daher. 20% noch. Wir bleiben dran und ich würde sagen, am Ende loote ich jetzt einfach das Ding raus und dann fertig und dann können wir hier weitermachen mit Questline oder so. Also nicht im selben Video, aber es würde mich sehr amüsieren. Das habe ich hier für unsere allein Sekunde 40.000 Schandflammen. Ja, okay, easy peasy. Ich denke mal, das kann ich jetzt auf dem DK auch weiter hochstecken lassen. Der hat ein bisschen besseres Gear als ich. Von daher, fuck it. Er würde es schon überleben. Ich bin gespannt. Das ist immer so ein bisschen, kurz bevor der Boss fällt, setzt so ein klein wenig die Nervosität ein. Weil, auch wenn man nicht dran glaubt und egal wie unwahrscheinlich es ist, aber so ein bisschen ist es wie mit der Liebesrakete, ne? So ein bisschen hofft man natürlich trotzdem noch drauf, dass es in irgendeiner Form droppt. So ein ganz klein bisschen hofft man es auf jeden Fall. So, die letzten 5%. Die letzten 5%, alles easy bis hierhin. Und 1% und komm, gönn. Gönn, gönn, gönn. Nein, kein Legendary. Große Glut. Glut von Führerlath. Und auch sonst, wenn ich mir das anschaue, hat es keiner bekommen. Schade eigentlich. Ich hatte an der Stelle eigentlich ein gutes Gefühl. Irgendwie. Das Trinket. Das würde ich tatsächlich mal mitnehmen. Weil Tank Trinket und ich habe nur 2 Offensive. Das würde mir auf jeden Fall ein bisschen helfen. Transmog. Brauche ich noch eine Kuriosität? Oh ja, da bräuchte ich tatsächlich auch noch was. Deswegen würfeln wir auf die auch noch. Nice, hat einer einfach eine 99 drauf. Vakash, den Streitkolben, den braucht man nicht. Den braucht man nicht. Und ja, immerhin das Zornesherz bekommen. Das kann ich jetzt noch ein bisschen aufwerten mit Flugsteinen. Das ist ganz nett. Wir drücken natürlich die Glut durch und hoffen, dass wir vielleicht beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder übernächsten Mal noch die Hände irgendwie an das Legendary bekommen können. Aber in dem Fall hat nichts gebracht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es bekommen habt oder nicht. Bis dahin, gute Zeit und reingehauen.